Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Heute zeichne ich mit dir ein paar Doodles, Summer Doodles, um genau zu sein. Und wir beginnen mit einer Sandburg und die funktioniert ganz einfach. Da malst du im Prinzip einfach ein kleines Rechteck. Dann malen wir ein paar Türme oben drauf. Und ich mache das so, dass ich mir ein paar Hilfslinien mache, beziehungsweise ein paar Punkte zeichne, damit ich da auch recht mittig bin. Und ja, du kannst das natürlich auch mit einem Lineal machen, aber ich möchte, dass das ganz gezeichnet aussieht. Also so ja, eben wie ein Doodle, ne? Und deswegen mache ich das nur so Pi mal Auge sozusagen. Und dann gehen wir auch schon nach unten und ich möchte da meine Burg ein wenig breiter machen. Deswegen kommen da so ein paar ausladende, ja, Bereiche dran, damit das sieht, dass das nach oben sich verjüngt und ein bisschen breiter wird. Und dann kommt natürlich auch noch ein großes Tor rein. Auch hier mache ich wieder einen Punkt, damit ich ungefähr den Mittelpunkt habe und zeichne den dann doppelt, also den Torbogen, damit ja, es eben aussieht wie ein kleines Tor. Und oben drauf kommt dann noch eine Fahne. Ja, und das ist es auch eigentlich schon. So ist dann unsere kleine Burg fertig. Du kannst natürlich noch wesentlich detaillierter vorgehen. Ich mache hier noch ein paar Sandkörner rein, damit das Ganze auch wie eine Sandburg aussieht. Und dann geht es auch schon weiter mit dem nächsten Doodle. Jetzt machen wir eine Muschel. Dafür fange ich in der Mitte an und ziehe im Prinzip so einen Zirkel einfach nach außen. Du kannst das hier gut sehen und dann baue ich weiter an sozusagen. Ich mache noch so einen kleinen Halbkreis dran und noch einen, damit das Ganze auch wie eine Muschel aussieht. Du musst hier nicht sehr ordentlich vorgehen. Du kannst da einfach nach deinem Gefühl, wie eine Muschel halt aussieht, ne? Ein paar Kreise anbringen und dann ist eine Muschel auch schon fertig. So einfach kann es sein. Ne? Okay, und weiter geht es mit dem nächsten Doodle. Du siehst, ich male die hier wirklich wahllos auf meinem Blatt. Wofür ich die später brauche, ist ja was anderes. Da kann ich die ja herunternehmen, kann die ja auf etwas anderes drauf kopieren. Jetzt gibt es erstmal einen Seestern und den mache ich mehr oder weniger aus der Hand. Einfach mit 5 Zacken. Auch die müssen nicht allzu ordentlich sein, weil es soll ja, wie gesagt, ein Seestern werden, aber der soll auch noch ein Gesicht kriegen. Also ist alles andere als realistisch, deswegen ist es gar nicht so schlimm, wenn der nicht 100% stimmt. Ja, und was mir nicht gefällt, kommt halt wieder weg. Und in dem Fall sind das hier die Füße. Da mache ich das nochmal und male dann nochmal die ja, die einzelnen Zacken nach. Also da kannst du auch wieder ganz kreativ vorgehen. Und wie gesagt, es gibt hier kein richtig und falsch. Du kannst da einfach, ja, schauen, was dir dann hinterher auch gefällt. Und dann kriegt der Seestern auch noch ein Gesicht und einen Mund natürlich auch. Und wieder kommen diese kleinen Sandpunkte rein. So weiß man direkt, dass auch unser Seestern direkt vom Strand kommt und zu unseren Summer Doodles gehört. Als nächstes male ich eine kleine Krabbe. Auch die kriegt ja so ein kleines Oval im Prinzip. Und das Oval ist an rechts und links an den Seiten ein bisschen ausgestellt, weil da kommen gleich die Beine dran. Und ein Gesicht. Und damit das möglichst niedlich aussieht, male ich die Augen ziemlich weit unten und den Mund natürlich dann dementsprechend auch. Und erst dann kommen die Beine dran. Diese bestehen im Prinzip ja so aus kleinen, ja, wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung. Also du siehst schon, das sind einfach so ja, kleine Kreise, die so zusammengestaucht sind. Und so kommen dann die Beine da dran. Immer ein bisschen größer, je weiter das nach unten kommt. Und du solltest von oben nach unten anfangen, denn so überlagern die sich gleich richtig, weil dann ja, dann sieht man, was man sehen soll und was nicht. Ich fange jetzt mal hier von unten an, dann siehst du gleich, da ist was falsch. Ne? Wenn ich nämlich von unten anfange, dann kann man nicht so richtig ja, das Ganze positionieren, dann weiß man auch nicht, was jetzt zu sehen ist und was nicht. Da muss man dann gleich, wenn ich mit dem Feinliner nachmale, muss ich da ganz vorsichtig sein und aufpassen, dass da nichts was zu sehen ist, was eigentlich nicht zu sehen sein sollte. Und deswegen ist es wirklich einfach besser, wenn du von oben anfängst und von oben deine Beine malst. Und das sollen 8 Stück werden. Ja, und in dem Fall gar nicht so schwer, nur kann man direkt ein paar Beine an die Krabbe anmalen. Und auch die kriegt wieder ein paar Sandpunkte, so ein paar Pünktchen, ja, denn auch die kommt vom Strand. So,
Weiter geht's mit einem Sonnenschirm und um den zu malen, mache ich einen Kreis und den zeichne ich dann einfach in halb in der Mitte durch und mache ein paar diese Volants dran, damit das auch nach einem Sonnenschirm aussieht. Und dann kommen in der Mitte diese Striche, einer nach links rum, einer nach rechts rum und oben drauf ein kleiner Düdel, damit das Ganze ja auch irgendwo muss das ja festgehalten werden. Dann kommt der Ständer dran und das Ganze steckt im Sand. Das ist das nächste. Ich muss hier noch ein bisschen Sand hinmalen. Und du siehst schon, ich habe mich hier ein wenig vermalt. Ich muss nämlich den Ständer ja zwar schräg machen, aber nicht zu schräg, ne? Sonst wird das Ganze unrealistisch. Ja, und dann kommt ein bisschen Sand unten hin und schon habe ich mein Sonnenschirm fertig. Damit das Ganze ein bisschen dimensional aussieht, habe ich hier auch zwei Linien gemalt. Eine ein bisschen weiter vor, eine ein bisschen weiter zurück. Und ja, kommen dann wieder die berühmten Pünktchen dahin, damit man gleich sieht, es ist auch am Strand. Weiter geht's mit unserem kleinen Wal. Auch der besteht erstmal aus einem Rechteck, aber ich runde die Ecken direkt ab und dann kommt hinten am Ende direkt der Schwanz dran. Also bevor ich das Rechteck komplett zumache, kommt der Schwanz dran und du siehst schon auch so wieder so halb oval, ne, mit so ein paar Spitzen dran. Das kann man auch ganz leicht malen, wenn dir da, ja, du malst ja mit Bleistift, deswegen kann da nicht viel passieren. Wenn dir das nicht gefällt, dann radierst du es halt einfach wieder weg. Und sobald das fertig ist, kommt oben am Wal, damit diese Wasserfontäne raus, ne, damit das direkt so aussieht. Und natürlich wollen wir den auch niedlich haben, deswegen kommt wieder das Gesicht ziemlich weit unten hin, das Auge und auch der Mund kommt ganz weit nach unten. Dann sieht das Ganze, kriegt einen niedlicheren Eindruck. Ja, jetzt sind unsere Sommerdoodles auch schon fertig und nun zeichne ich alles mit dem Fineliner nach. Der dicke Vorteil hier ist, ja, zum einen kannst du das Ganze jetzt besser sehen hier im Video und zum anderen kann ich auch anschließend die Linien weggradieren. Ich kann das jetzt auch nochmal alles ändern. Das heißt, wenn mir irgendwas nicht so richtig gefällt oder ich meine, dass das nicht gerade ist oder wie auch immer, dann kann ich das jetzt korrigieren und zwar ganz einfach, indem ich ja mit dem Fineliner anders drüber gehe. Der schmiert nicht, das ist das Schöne daran. Deswegen kann ich gleich einfach alles weggradieren, was ich nicht haben möchte, beziehungsweise in diesem Fall lasse ich das erstmal noch sogar ein bisschen drin und radiere erst bei denen, ja, wenn ich jetzt ein Stück koloriert habe. Eigentlich ist das keine gute Idee. Besser ist, wenn du das direkt nach dem Nachzeichnen alles wegradierst und erst dann damit anfängst, das Ganze zu kolorieren. Ja, hier kannst du dir jetzt auch nochmal anschauen, wie ich das Ganze gemalt habe. Vielleicht fällt es dir dann leichter, wenn du das jetzt mit dem schwarzen Stift siehst. Es ist gar nicht schwer, ne? Also einfach ausprobieren und wenn es dir eben nicht passt, dann wegradieren, ne? Und hier siehst du jetzt, ich male die Beine auch von oben nach unten. Es ist einfacher, ne? Und ich weiß, was dann noch zu sehen sein darf. Ja, fertig sind auch schon meine Sommerdoodles und jetzt wird das Ganze natürlich noch angemalt. Ich habe hier Aquarellfarben genommen, du kannst natürlich auch alles andere benutzen. Ich werde auch nicht alles anmalen, ich möchte dir nur einmal zeigen, so ganz prinzipiell, wie das funktioniert. Ich nehme hier wieder ein bisschen Beige, ne? Das Ganze soll jetzt den Sand symbolisieren und pack das in meine Mischpalette, um wieder möglichst viel Wasser dazu zu geben, damit ich dann später vielleicht noch etwas dunkler werden kann. So funktioniert das ja mit Wassermalfarben bzw. mit Aquarellfarben. Man fängt hell an und wird dann immer etwas dunkler. Thank you.
Ja, unser Stern wird rot, deswegen nehme ich hier ein schönes Rot, packe wieder jede Menge Wasser rein und male ihn erstmal ganz hell an. Und dann siehst du auch schon, es ist noch ganz, ganz hell und der braucht später noch eine zweite Schicht, um wieder etwas dunkler zu werden. Ja, bevor ich jetzt weiter am Stern rumpinsel, lasse ich den erst einmal trocknen und die Krabbe kriegt ihre erste Schicht rote Farbe, nämlich auch die soll dasselbe Rot haben wie der kleine Stern. Und auch hier nehme ich wieder möglichst viel Wasser und male erstmal einmal rum, damit ja, wir so einen ganz leichten Rotton bekommen, bevor ich da weiter reingehe. Ja, wie ich dir schon gesagt habe, eigentlich sollte man vorab radieren. Ich mache das jetzt erstmal hier, weil ja die Beine waren ein bisschen tricky, weil ich ja das dir gezeigt hatte, wie man einmal von oben nach unten, einmal von unten nach oben malt. Deswegen kommen jetzt erstmal die Striche weg. Aber ansonsten mach das bitte vorab, bevor du anfängst, hier mit Farbe reinzumalen. Ja, du siehst, ich bin immer noch dabei, ganz hell zu malen und erstmal die erste Schicht darüber zu geben. Und so werden meine Summer Doodles mit der Zeit immer mehr koloriert. Oder ich lasse ein paar auch einfach in Schwarz-Weiß und mal die auf einem anderen Blatt weiter, beziehungsweise übertrage die erstmal, mal die dann weiter. Du kannst da natürlich ganz kreativ vorgehen, wie es dir gefällt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Malen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video.